Also, ich heiße Daniel und ich habe Geige gespielt auf ein, zwei Songs, so viel ich weiß. Der Hüsin, Kumpel, wir machen zusammen Musik hier im Studio, hat mich einfach gefragt, willst du eine Geige spielen? So ist passiert, ein Dicker kennengelernt, seine Musik mag ich, so kam es. Man zählt jeder deiner Tränen im Regen, doch für was, wenn keiner deine Nähe liebt? Bist du alleine da? Wo seid ihr bloß? Du kämpfst mit Riesen ganz allein, suchst ein Licht am Ende des Tunnels. So gehört nicht. Ich habe noch nicht mal das ganze Album gehört, glaube ich. Ich kenne einzelne Tracks. Wir haben auch schon live zusammen gespielt. Sehr schön. Der Grund, warum ich es mag und warum gerade Dicker ist, er erzählt Geschichten, die kann ich nachvollziehen. Er erzählt Geschichten mit Herz, er hat was zu sagen und es ist nicht platt. Und es ist zwar einfach, er sagt es mit klaren, einfachen Worten, aber es hat Tiefgang. Schau, du kommst da raus. Und siehst du ein Zeichen, fängst du an zu kämpfen. Und seit dieser Zeit fällt dir das Lächeln so schwer. Du kannst zwar Sonne sehen, doch spürst du keine Liebe mehr. Du schließt die Augen. Es ist was Besonderes, das gibt es so nicht oft. Man merkt auch, dass die produzierte Platte und wenn man live mit ihm spielt, da variiert manchmal so ein bisschen das Tempo, das ist ein bisschen anders. Und davon lebt es eigentlich. Also es ist, wie gesagt, authentisch und ehrlich. Du kämpfst mit Riesen ganz allein, suchst ein Licht am Ende des Tunnels, doch keine Hilfe weit und breit. Es löst dich auf, du willst da raus. Doch dir fehlt die Kraft, positiv zu denken. Du gibst nicht auf, du kommst da raus. Also es gibt Stücke, die sind im Reggae-Style, es gibt Stücke, da möchte ich den Style gar nicht so unbedingt beschreiben, sondern ja, es kann man einfach nur wirken lassen und es muss einem gefallen und auf jeden Fall geht's ins Herz und ist schön. Und siehst du ein Zeichen, fängst du an zu kämpfen. Oh, helf mir, lieber Gott, weil ich nicht mehr atmen kann, nicht sprech zu dir in meiner größten Not. Und sag mir bitte hier, weil ich es vertragen kann, nicht sprech zu dir, gerade in diesem Moment. Oh, helf mir, lieber Gott, weil ich nicht mehr atmen kann, nicht sprech zu dir, in meiner größten Not. Und sag mir bitte hier, weil ich es vertragen kann, nicht sprech zu dir, gerade in diesem Moment.